Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Libini Channel. Wir spielen wieder ein bisschen Dead Kings und ich will einfach nur ein bisschen Spaß haben. Und deswegen spiele ich die Überfallmission, die sind eigentlich als Koop-Mission konzipiert, also mit einer Gruppe von 4 Spielern. Aber anno 2024 gibt es keinen Multiplayer mehr. Aber dennoch können wir die alleine spielen und das tue ich jetzt hier auch, um meine 100% synchron voll zu kriegen. Denn die Koop-Missionen sind auch in der DNA, in der Synchronanzeige vermerkt. Und ja, wir können die komplett machen, indem wir die als Singleplayer spielen. Für die Überfallmission gibt es keine extra Herausforderungen. Wir müssen die einfach nur schaffen und möglichst dabei unentdeckt bleiben. Und wenn wir unentdeckt bleiben, dann erhöhen wir die Chance auf mehr Geld. Maximal gibt es 8000 an Geld für die Mission. Und wenn wir zwischendurch entdeckt werden, dann verringert sich ja die Belohnung, also das Geld. Es gibt noch eine andere Koop-Kategorie und da können wir dreimal die Koop-Mission spielen. Einmal wird das gezählt für die 100% Synchron. Dann können wir es nochmal zweimal spielen und wir bekommen dann insgesamt dreimal Ausrüstungsteile. Das gibt es hier bei der Überfallmission, wie gesagt, nicht. Hier gibt es einfach nur Geld und man muss hier auch nur einmal spielen. In der 100% Synchronanzeige für Dead Kings, da gibt es auch ein Achievement für, gibt es eine Überfallmission und die andere mehr nicht. Also zweimal Koop-Missionen spielen für 100% Synchron, alles andere sind zusätzliche Sachen wie Ausrüstungsteile. Ja, das kann man mal machen. Also hier die Überfallmission, die macht richtig Spaß, weil ja, wir haben ein großes Gebiet und können gut verdeckt und in Verborgenen vorgehen. Das macht Spaß. Ich benutze hier auch ganz viel meine Berserker-Pfeile. Allerdings ist mein Vorrat ein bisschen begrenzt. Da muss ich mal eine andere Ausrüstung anlegen, einen anderen Gürtel, damit ich mehr Berserker-Pfeile bei mir tragen kann. So, hier können wir direkt hoch und auf der anderen Seite sind Scharfschützen, die bewachen die Fenster und die Türen und die Hauseingänge. So, Anno, gib mal Hackengas. Ja, und die Scharfschützen, die schalte ich natürlich als erstes aus. Lass mal gucken, wo haben wir denn einen? Und wo ist unser Schatz, den wir stehlen müssen? Da haben wir auf jeden Fall schon mal einen Scharfschützen und den schalte ich nochmal eben aus. Wir haben noch einen Scharfschützen. So. Da ist auf jeden Fall schon mal der Schatz mit so einem gelben Mission-Marker dran. Ich bin ein bisschen gesehen worden. Also unbemerkt bleiben, um die Belohnung zu maximieren. So, da haben wir den zweiten Scharfschützen ausgeschaltet und dann suche ich jetzt irgendwo ein Fenster oder einen Eingang. Ja, das Geld hat sich schon so ein bisschen reduziert, aber es geht noch. So, da habe ich ein Fenster gefunden. Direkt, ja, ein Stockwerk höher. Das passt hier ganz gut. Unten ist der Schatz und oben können wir rein. Hier ist auch eine Glocke. Ich glaube, man kann keinen Doppelattentat vom Fensterrand aus machen. Also die so reinziehen. Oder rausziehen, besser gesagt. Aber wir können es auch so machen. Oh ja, Assassin's Creed Unity, das macht auf jeden Fall Spaß. Dann schneiden wir nochmal eben das Seil von der Glocke ab, damit die keine Hilfe holen können. Ja, Treppe nach unten und dann schauen wir mal nach, was da alles so los ist. Also, es gibt hier auf jeden Fall, es gibt hier viele Möglichkeiten, sich zu verstecken.
Aufpassen, mein Geldbetrag. Ah, so viel hat er nicht abgezogen, aber ein bisschen. Also ich finde die Koop-Missionen in Unity, die machen richtig Spaß. Das vermisse ich auch so ein bisschen an andere Assassin's Creed-Spiele. Gar nicht mal die im Koop-Modus zu spielen. Ich mag das besonders gerne, die Koop-Aufgaben alleine zu spielen. Bei allen. Wie weit kann er sein? Okay, wir machen jetzt hier mal einen Schnitt. Wir können uns gut verstecken und können jetzt hier alle Leute, die vorbeigehen, unbemerkt und unentdeckt von hinten ausschalten. Entweder von dieser Kabine aus oder sonst wo im Gang. Ich denke mal, wir können jetzt mal loslegen. So, wir haben das jetzt hier beruhigt. Die Wachen sind abgezogen durch den Berserkerpfeil. Und dann machen wir das hier auch so. Boah, unsere Belohnung. Wieder ein bisschen Geld abgezogen. Unbemerkt bleiben, um die Belohnung zu maximieren, Midi Benny. So, jetzt machen wir den Schnitt. Also, das Warten, bis sich alles wieder beruhigt, habe ich rausgeschnitten, um eure Geduld nicht zu strapazieren. Ich verstecke mich hier und warte auf die Gelegenheit, bis er vorbeikommt. Und drinne, da wo wir aus der Truhe stehlen sollen, die sind noch ordentlich am Kämpfen. Den Schnitt habe ich ganz gut gemacht. Jetzt haben wir es soweit. Also wir können rein. Der letzte da im Raum, der wird jetzt auch gleich sterben. Und dann können wir uns die Belohnung holen. So, ich bin mal gespannt, wie sich das mit dem Geldstehlen verhält, diesen Statusbar. Aha, Aufgabe abgeschlossen. Neues Ziel aus der Abtei entkommen. Also, der Balken ist immer noch aktiv. Also ich darf auf dem Rückweg auch nicht entdeckt werden. Ja, dann gehen wir den gleichen Weg wieder raus, wie wir auch reingekommen sind und schließen die Mission ab. Oh, falsche Richtung. Hier lang. Da ist das Fenster. Oh, da ist ein Typ. Also ich denke mal, ich werde bei der Basilika runtergehen. Und da kann man ganz gut flüchten. Dann erspare ich mir das Kämpfen vorne. Erstmal hier so ein bisschen den Grundriss. Die Karte, da sind noch einige Gegner. Ja, ich denke mal, bei der Basilika raus und weg ist eigentlich ein guter Plan. So, was für ein schönes Ambiente hier. Sieht richtig nice aus. Auch anno 2024 kann man das immer noch gut spielen. So, wir haben 6015 an Geld bekommen von 8000 maximal. Ist ein guter Schnitt. Ja, und dann schauen wir das nochmal an. Arno! Welche Freude, Arno! Also in der DNA-Anzeige, wir haben eine von zwei Koop-Missionen abgeschlossen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüssi. Du weißt, wo ich bin, wenn deine Pflicht erfüllt ist. Hier ist, was ich habe. Hier gibt es viel zu stöbern. Hast du, was du brauchst?